willkommen heute mal zu einem etwas kürzeren Video. Heute habe ich mal etwas mehr vorbereitet für das Video. Und ja, hier sind der alle Blöcke Paluten. Dings. Ich habe jetzt eine extra Welt dafür erstellt. Ich habe die verschiedenen Stationen für dieses Video. Hier die Nummer 1. Die hat leider nicht geklappt. Ich habe hier zwei Bone Meal reingetan, dass es vielleicht klappt. Okay. Vielleicht passiert da was im Verlauf des Videos. Die Nummer 2 sind Azalea Leaves von Azalea Bäumen. Sehen so aus. Beide, also Flower und Ding, sehen gleich aus. Am Ende tippen wir uns noch ganz am Ende zu einer Lush Cave, wenn ich dran denke. Hier ist der Azalea Busch. Soll ich ihn mal hier hin platzieren? Geht nicht wegen Schnee. Ach, geht noch auf Erde. Der sieht auf jeden Fall hässlich aus. So. Haha. Witzig. Cooler Azalea-Busch. Hier ist die 4. Sehr gut gebaut. Also, auf jeden Fall, ich würde sagen, das ist meine absolute Lieblingsblume. Okay, das war's dann wohl von dieser Blume. Und ja, die Frage ist, ist die Melone jetzt, ist irgendeine Melone jetzt gewachsen? Nein, okay, dann hatten wir für dieses Video leider Pech. Sorry mal für das, ich konnte es nicht zeigen. Ich habe nicht viel Speicherplatz auf dem Computer, deswegen geht es einfach nicht so gut auf. Und deswegen tippe ich mich jetzt auch zurück. Lush Cave. Hier ist eine Cave, hier ist eine Lush Cave. Die schauen wir uns mal nicht genauer an. Am besten nicht genau. Was mal Video Settings Render Distance mal auf 11 Chunks oder so hoch schrauben, dann sehe ich auch hier den Boden. Das ist immer noch kein Lush Cave Dings oder so. So ein Baum. Es leckt gerade extrem. So sehen jetzt Lush Caves von innen aus. Okay, ja. Den Azalea Baum konnte ich jetzt leider nicht zeigen, weil ich habe nicht viel Zeit und so. Also, das war's von diesem Video und tschüss.